Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Transistor. Beim letzten Mal habe ich das Spiel aus Versehen gecrashed. Und anscheinend habe ich das noch immer. So, ausführen. Ja, der Hund kann. Achso, wenn der Hund aber währenddessen stirbt. Oder er teilt sich mit mir. Ich weiß gerade übrigens nicht, wo meine Leiste unten ist. Habe ich sie wieder hergestellt? Ja, ich habe es wieder repariert. Muss ich mal ganz kurz ausprobieren, ob der Hund sich eine Leiste mit mir teilt. Damit kriege ich ihn kaputt. Das wollte ich nicht testen. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Hund! RB. Wenn ich B drücke, einfach ein bisschen sparken und dann schauen wir mal. Nö. Also nach einer gewissen Zeit verschwindet er einfach gut. Könnte ich diese Zeit verlängern? Fügt die meisten eine Kettenreaktion hinzu. Teilt und untergliedert die meisten Funktionen für noch bessere Resultate. Beschleunigt die meisten Funktionen, erhöht ihre Geschwindigkeit und Reichweite, beschleunigt die meisten Funktionen, Ziele bitte stören. Leider stand da nichts bei. Aber wir haben hier ein PFW vom Baudelaire Typ Type 8. So ein schönes Spiel. So ein schönes Spiel! Oh, die Stadt ist auch hübsch. Camerata. Sybil was their eyes and ears. Got close to you. To us. They were hunting people. Don't know for what. But I bet I know who does. I'm gonna ask him why. And I have this feeling he's gonna let us know. Damit weiß ich schon mal, wer unsere Gegner sind. Und das ist 4 Stück von ihnen gibt, laut den Bildern. Das heißt, noch 3 weitere Bosskämpfe. Und Ladwitch. Close as the river's gonna take us. Kann ich im Sprung turn so minimal? Das wollte ich nicht. Got us pretty far. Chance to rest your feet. Was gibt es hier? Port 37 in der Mitte zwischen den Bezirken Goldbrook und High Rise. Nutzer Level 4. Sehr unglückliches Bild von mir, möchte ich meinen. Gehen wir durch den Torbogen. Okay. Was seid ihr? Paparazzi können den meisten Angriffen ausweichen. Sie sind hinterher aber verwundbar. Du kannst es also ausweichen. Probieren wir das mal aus. 1, 2, 3. Das war nicht mein Ziel. Ich wollte eigentlich auf den Hund wechseln. Bark? 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 Dann wieder rüber zu mir. Da mal hin.
Die Fotos. Was stand da? Liest du das überhaupt? Ja, tu ich, Spiel. Ich möchte aber nur noch mal sicher gehen. So. Ich mag die Paparazzis nicht, sie verwirren mich. Ich mag auch den Hund nicht unbedingt, muss ich gestehen. Eine Hintertür. Eine Hintertür. Das ist ja mal so hübsch. Wow. Eine Hängematte. Benutzen wir die? Können wir die benutzen? That's simple. Always palling up to you and everybody. Showed her true colors back there. Wonder how her camarada friends are gonna feel knowing she's leading us straight to them. Das ist so schön. Bitte was? Wow. Okay, wir sind, glaube ich, noch immer eine Diva, also. Es ist, glaube ich, nur natürlich. Was ist das hier? Ich kann nicht. Also, ich kann meine Fähigkeit nicht benutzen. 1, 2, 3. Vier weitere Türen sehe ich. Fünf. Junger Zweig. You know, it's a little sparse, but this isn't that bad. It's no cloud bank, though. Das ist. Ich mag diesen Ort. Aber die Bäume stauben ein bisschen. Sollte man vielleicht noch eine Putzfrau holen. Geschwindigkeitstest näher kommen. Geschwindigkeitstest 1 von 6. Mach ich mal einfach den Test. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ladebildschirm. Sand. Water. Nothing. Test ausführen. Funktionseinstellung installiert. Terminiere-Prozess in 32 Sekunden. Get ready. Okay, was habe ich? Ich habe Bounce. Achso, oh Gott. Bounce, bounce. Bounce. Ah, okay, ich hab's verstanden, glaube ich. So, also, ich bounce jetzt mit den Schadenszellen hier mal bitte. Das funktioniert nicht. Zack. Euch bounce ich, dann bounce ich an dir. Oh, da habe ich noch weitere. Das ist natürlich nicht gut. So, Schadenszelle. Bouncen. Du bounced. Und an dir kann ich nicht bouncen. Kann ich jetzt bouncen? Ja. Da habe ich noch 20 Sekunden Zeit. Das dürfte kein allzu großes Problem sein, so. Crash, crash. So, zack, zack. Gibt es hier irgendwelche Noten? Ich hoffe mal nicht. So, bouncen wieder einmal noch kaputt. Freigeschaltete Musik in Circles. Sind das Extras, die ich damit freischalte? Oder wie läuft das?
Ich habe einen Musikplayer. Ich habe aber noch keine weiteren Türen freigeschaltet. Wie ich sehe. Kann ich mich jetzt einfach hier, guck mal, damit komme ich dann wieder zurück. Hello, what's this? Wir haben einen Musikplayer. Guck mal, das ist die Melodie hier. Achso, ich habe nur Circles und Coasting. Nun gut, dann gehen wir zurück. Sehr schön. Gefällt mir, dass man auch noch eine andere Möglichkeit hat, sein Kampfgeschick ein bisschen auszuprobieren. So, hier kann ich auch lang. Da ist ein OVC ein Terminal. Ich gehe davon aus, dass hier nach dann gleich wieder Gegner kommen werden. Ich möchte gerne wieder einen Zugriffspunkt haben. Ich würde gerne den Begleiter austauschen. Der gefällt mir nicht. Verschoben. Hammers gegen Klientel. Das für diese Woche mit Spannung erwartete Playoff-Duell wird verschoben. Einmeldung. Die Zentralbehörden haben verlauten lassen, dass die High-Rise Hammers nicht wie zuvor erwartet gegen die Tierverteidiger, die Sunset Clientel, antreten werden. Die Behörden gaben keine Gründe für diese kurzfristige Verzögerung bekannt, versicherte den Fans beider Mannschaften aber, dass die Saison in Kürze fortgesetzt wird und alle Besitzer gültiger Tickets ein Geschenk erhalten werden. Mehr dazu in Kürze. Okay. Bissige Kommentare. Egal, die Klientel werden uns eh nicht schlagen. Red. Keine? Okay, keine Gegner. Das ist neu. Normalerweise werde ich hier direkt angegriffen. Da haben wir einen Zugangspunkt. Aber hier bauen sich wieder die Barrikaden auf. Drück zum Aufdecken von Prozessen. Brenzern RT. RT, die Drücke zur Verwendung von Begrenzern A. Was ist das? Begrenzte Belastbarkeit, Verantwortung. Die kann ich nicht freischalten, okay. Begrenzte jetzt. Überprüfen die mal. Rolle zu recyceln. Features: Pellet Blast, Explosionswelle, ungepanzertes Geruss, kann Deckung nicht erkennen. Kühlung dauerte frühe Terminierung. Begrenzer stärken den Prozess. Das ist doch was Schlechtes. Das macht mir das doch schwieriger, oder nicht? Something's happened. In here. Ich glaube, das wäre nicht gut. Egal, so, dich möchte ich gerne raushaben. Du missfällst mir nämlich. Dich habe ich noch nicht aktiv genutzt. Zumindest nicht, ohne dass mir dabei irgendwas um die Ohren fliegt. So, ich hab nicht genug Punkte, um alles verwenden zu können. Paparazzis. Das wäre mein Spark. Achso, ich hätte gerne halt wieder Load mit Breach. Beziehungsweise, okay, ich kann hinter dich springen, so. Dann crash ich dich, kriege ich einen Meuchelbonus drauf. Dann benutze ich einen Spark, kriege eine Combo drauf und Load. Machen wir das mal so. So. Your turn. Achso, ach, das Paket muss ich selber. Das gefällt mir gar nicht. So. Gut, dann weiß ich aber schon mal das. Dann muss ich hier das Paket absetzen. Es einmal explodieren lassen.
Bitte weniger Fotos. Ihr macht mich ganz schön wuschig damit. So, zu dich jaunte ich ran. Dich kann ich auch einfach crashen. Dann hierhin. X. Die Load kann ich nicht explodieren lassen. Das ist leider sehr schade. Schild zerstören. Warte. Ach, das heißt, ich musste jetzt einmal... Gefällt mir jetzt gar nicht, wie das funktioniert. Okay, anscheinend werden Zellen jetzt mit irgendwas gespawnt. Wieso wird mir dann vorgeschlagen, dass ich die verstärke? Gibt mir das irgendwas? Ach, es gibt mir Boni. Kann ich die auch wieder rausnehmen? Ich hoffe, ich probiere es gleich einfach mal aus. Warte, das war B. Ich hätte gerne die Zelle. Die würde ich gerne explodieren lassen. Ich glaube, dann müsste das auch reichen. Um den Paparazzi hier zu vernichten, ja. Jetzt muss ich aber warten, damit ich die Zelle einmal kaputt machen kann. Und dann mache ich auch noch ganz kurz das... Nein, das will ich nicht mehr. Das Paket kaputt. Begrenzerbunden, ja. So, let me get this straight. The Camerata. They think they can stop you with these process things. But you're just getting stronger. Gut, Begrenzer anzeigen. Achso, ich weiß nicht. Bei Terminierung spawnte Prozess abgeschirmte Zellen. Ich lasse es einfach mal drin. Ich meine, es gefällt mir nicht unbedingt. Dass ich es drin lasse, ist eigentlich nur blöd. Aber ich tue es trotzdem. Vielleicht bringt mir das irgendwie was im Endeffekt. Gut. Dich haben wir jetzt auch auf die Beine. Dich haben wir auf beide. Dich haben wir auch auf beide Slots. Dich brauchen wir noch, zweiten, genauso wie dich. Dich nehme ich mal komplett raus. Das Crash-Ding gibt mir Betäubung normalerweise drauf. Auf irgendwas. Ich hätte dann gern auf die Sparks. Achso, ich habe den Bounce. Auf den Spark die Betäubung. Dich habe ich auch beide und dich habe ich auch beide. Guess I'm not supposed to be here. Not that anyone else is. So they got any dirt on me. Machen wir mal das drauf. Verbessern dich. Und hätten jetzt keine Punkte mehr dafür. Aber ich finde den Hund auch nicht so tolle. Ja, es gibt Besseres. Glaube ich. So, das heißt, ich werde da meine Funktionsdateien beziehungsweise Personalauswahl. Ich werde meinen Journal, nenne ich es jetzt einfach mal, weiterfüllen. Mache ich sogar gerne. Muss ich gestehen, ich finde so Hintergrundinformationen immer echt interessant. Was? Achso, das Ding ist ja gerade wieder runtergegangen. Personalauswahl. Looks like I get to put off selection for a while longer. Ja. Dann gehen wir mal weiter hier den Weg lang. Pat, 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 pat. Ich muss. Okay. Das ist ein Prozess, der viel, viel Leben hat. This is new. Ich glaube, ich muss ihn kaputt machen. Dazu sei gesagt, ich will ihn nicht unbedingt kaputt machen. Also das Paket explodiert ja nicht direkt. So. Probieren wir einfach mal das aus. Schau mal, was passiert. Okay, das Ding Spawn-Zeug.
Okay, warte. So. Damit nicht das Paket, bitte. Ich möchte gern ein, nein. So, ein, Bounce hinpacken. Das mitnehmen. Dann ein Paket hier hinlegen. Das Paket, explodieren lassen. Mit dem Spark. Und, da ist ein Paparazzi rausgespawnt. So, zack. Hinter ihn springen, einmal bouncen. Nee, und dann einfach hier noch einen Spark setzen. Für die Zelle. So, damit habe ich das gemacht. Das wäre jetzt irgendwie einfach. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe jetzt irgendwie es schlimm erwartet. Und dadurch, dass wir den Kampf abgeschlossen haben, ich weiß, ich mache jetzt so mit viel Backtracking und ziehe das ein bisschen. Ja, ich weiß. Und ziehe das ein bisschen in die Länge, aber. Da haben wir jetzt auf 2, da haben wir jetzt auf 2, da haben wir jetzt auf 2, da haben wir. Immer noch auf 1. Achso, dich habe ich nicht als Unterstützer irgendwo reingepackt. Ja. So, erstmal alle Funktionen bitte wieder rausnehmen. Stimmt, ich bin beim letzten Mal, als ich den als Unterstützer reingepackt habe, gestorben. Dich auf Breach setzen, dann dahin. Den dorthin, was möglich während der Erholung von Turn die meisten Funktionen. Ich glaube, ich setze dich da sogar wirklich mal rein. Ich könnte natürlich den, weil ich hätte gerne den Load hier drin und dich dann einfach auf der A. Das geht jetzt um einiges schneller. Einmal ganz kurz anzeigen. Zack. Der Crash gefällt mir so. Der Breach ist ein bisschen lang. Bounce der Breach auch? Das muss ich mal nochmal ganz kurz nachschauen. Die meisten. Okay. Nein, warte. Fügt die meisten Funktionen eine Kettenreaktion zu. Doch, gut, das ist richtig so. Oder, nein, das ist andersrum. Den Bounce hätte ich gerne und den würde ich gerne mit dem Breach verstärken. So rum war das. Ja. Gut, auf Y habe ich jetzt erstmal nichts. Ah, ich werde höchstwahrscheinlich wieder eine Funktion verlieren, wenn ich irgendwas blöd mache. Ja, das, so möchte ich gerne mein X haben. Und dann gehen wir in den Kanalbezirk. Was ist denn das Ekligste, was uns passieren könnte? Eine Ratte! Und ein Ladebildschirm. Mal wieder. Ah, ich schwärme wegen dem Soundtrack. Ich liebe dieses Spiel. Much nicer last time we were here. Hey, da können wir was beobachten. Hey there, little guy. You lost? No? We better move. Gefällt mir nicht. Oh, hier sind Gegner. Get up. Okay, ganz ehrlich, das ist mal super uncool. Der Spark wird komplett blockiert. So, einmal hier hin. Crash drauf, Spark drauf, Spark drauf. Beziehungsweise, Crash und dann ein. Krieg ich beide rein? Ein Bounce und dann habe ich auch schon keine Energie mehr. Hey, get back here. Das ist ein zweimal Bounce und da nochmal ein Crash. Die Viecher finde ich interessant. Und sehr gruselig. Ich glaube, da kann ich zuerst X und dann
kann ich erst A und dann X, dann habe ich nämlich eine Combo drin. Und dann noch ein B. Und damit habe ich die Zelle nicht. So, jetzt aber. Level 5! Here we go again. Guck mal, wir könnten den Switch wieder auswählen. Qualitätsveränderung des Unterprogramms. Das möchte ich aber nicht. Ich verbirgt den Benutzer und verstärkt die nächste ausgeführte Aktion. Ich finde irgendwie beides nicht so dolle. Weder Switch noch Mask. Ich meuchle halt nicht. Also ich meuchle gerne, aber so viel jetzt auch nicht, glaube ich. Ich nehme einfach mal den Switch. Passivboni von Funktion öffnen, Passivslot einzuführen. Oh, okay. Wir haben den Cache als Berechtigung und Zwillingszellen, der Prozess wird mit doppelter Kraft zuschlagen. Ah! Nein! Ich möchte nicht, dass der Prozess mir mit doppelter Kraft aufs Gesicht geht, auf die Nase. Bitte nicht, danke. Bei Terminierung spawnt der Prozess manchmal mit Zwillingszellen. Komm, nehmen wir das. Neuer Begrenzer. Haben wir hier schon... Okay, gut, machen wir das mal ganz kurz so. Der heißt Dobi! No! Durch die Verwendung von Spark in einem passiven Slot können bei feindlichen Treffern Kopien gespawnt werden. Machen wir daraus eine Combo. Und dann noch einmal. Crash. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben das Gras stärker gemacht, ne? Prozess verbessert, Level 2. Neue Doppeltreffer im Wiederherstellungsradius. Warte, dich kann ich auch einfach. So. Ah, das hat viel getan. So, das ist sehr blöd gelaufen gewesen. Da kriege ich einen Meuchelbonus drauf, Spark-Combo, und machen wir das so, dann haben wir den Dobi tot. Und die Zelle auch. Was sind das für Zwischenpunkte? Neue Begrenzer verfügbar. Ja. Brauche ich die Begrenzer, um Level aufsteigen zu können? Weiß ich nicht. Ich möchte es nicht unbedingt ausprobieren. So, aber ich glaube, wir haben jetzt da... Ja, wir haben da jetzt den zweiten Punkt. Da haben wir auch die zwei Punkte. Neuer passiver Slot. Ach so. Oh, verbindete Station bei Zellen Pickup. Ich nehme einfach mal so. Leg dich da rein. Mach wieder alles leer sonst. Kann ich da irgendwie auch mehr Memory irgendwo bekommen? Das wäre natürlich sehr schön. Immunität gegen Verlangsamung, Lähmung, widerstandener Schaden. Dich hätte ich gerne. Nein! Pfui! Dich hätte ich gerne wieder auf Y. Bis zum Rest meines Lebens eigentlich. Dich setze ich auf. Das ist die falsche Taste, auf die ich dich haben wollte. Ich wollte dich gerne auf X haben. Den Bounce wieder auf B. Ich finde den Bounce halt sehr gut. Bounce auf B, dazu den Breach reinsetzen. Und den ich habe noch 5 Memory frei. Das reicht für die Load. Explosionsradius 200. Das bringt mir nicht viel. Dann nehme ich halt den Spark.
und setze die Load rein. Das hilft mir da ein bisschen. Pink is in. Das ist hübsch. Das ist sehr hübsch. Oh, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Transistor. Bis dahin und tschö, tschö.